Schönen guten Abend. Blended. Beim Whisky ist mir ja eigentlich Single Malt lieber. Aber warum Blended beim Learning cool ist, das erkläre ich Ihnen jetzt. Wenn wir uns mit Blended Learning beschäftigen, schauen wir uns vor allem die Veranstaltungsorganisation an. Das heißt, hier wird die Frage gestellt, wie Online- und Präsenzelemente miteinander kombiniert werden. In dem ersten Fall, wo Medien, Online-Elemente ergänzend eingestellt werden oder genutzt werden, findet die Präsenzveranstaltung ganz normal jede Woche statt, beispielsweise, oder die Unterrichtsstunde findet ganz normal so wie immer statt. Daneben werden beispielsweise Materialien, Texte, Videos, Präsentationen online zur Verfügung gestellt. Bei einer alternierenden Veranstaltungsorganisation finden die Veranstaltungen im Wechsel Präsenz und Online statt. Das heißt, hier wird ein Teil der Präsenzveranstaltung durch Online-Veranstaltungen ersetzt. Und letztlich im dritten Schritt ersetzend, hier finden nur noch ganz wenige Präsenzveranstaltungen statt. Häufig ist es so, dass eben am Anfang eine Präsenzveranstaltung stattfindet. Es dient auch dazu, dass die Teilnehmerinnen sich kennenlernen, dass echte Gruppen entstehen können. Solche sozialen Prozesse werden vor allem in Präsenzveranstaltungen unterstützt. Und dann findet ein Großteil des Lernens online statt, ausschließlich online. Das heißt, hier arbeiten die Lernenden zum Teil alleine, individuell online, aber auch kooperativ online, je nachdem, wie es der Lehrende geplant hat, vorgesehen hat. Und häufig enden solche Veranstaltungen dann auch wieder in Präsenz. Das liegt häufig daran, dass eben am Ende einer solchen Veranstaltung eine Prüfung abgelegt werden muss und die findet in der Regel auch bei Online-Studiengängen häufig noch in Präsenz statt, wo die Studierenden oder die Lernenden an einen Ort kommen und dort gemeinsam eine Prüfung ablegen. Ja, warum gestaltet man solche Präsenzphasen in asynchrone, in synchrone? Also synchrone Phasen wären zeitgleiche Phasen, asynchrone wären zeitversetzte Phasen. Und um das besser zu planen, kann man ganz gut die Media Synchronicity Theory heranziehen von Dennis und Valacic. Und die beiden unterscheiden 5 Medienmerkmale. Zum einen die Übertragungsgeschwindigkeit. Wie schnell werden Inhalte zwischen verschiedenen Personen übertragen? Da hätten wir beispielsweise die E-Mail, die hätte eine sehr langsame Übertragungsgeschwindigkeit, wo die eine Person die E-Mail vielleicht heute abschickt und die andere Person erst 2 Stunden später bearbeitet oder auch erst am nächsten Tag bearbeitet. Wenn wir beispielsweise ein Videochat nutzen oder auch ein Videokonferenzsystem, hätten wir eine sehr hohe Übertragungsgeschwindigkeit. Das heißt, das, was die eine Person sagt, kann die andere sofort hören bzw. auch sehen. Parallelität versus Synchronität. Inwieweit unterstützt das Medium ein paralleles Bearbeiten? Das heißt, die unterschiedlichen Lernenden können sich beim parallelen Arbeiten auf unterschiedliche Dinge konzentrieren, eigene Lernerfahrungen machen. Oder eine hohe Synchronität. Hier ist der Fokus aller Lernenden auf den gleichen Gegenstand gerichtet. Das kann beispielsweise eine Frage oder eine Abstimmung des Lehrenden sein. Bei der Symbolvielfalt geht es darum, welche Codierungsformen hier übertragen werden. Kann beispielsweise nur Text übertragen werden oder können auch Bilder, Bewegtbilder übertragen werden, können auch Audioinformationen über das Medium übertragen werden. Bei der Bearbeitbarkeit geht es darum, wie viel Zeit ich für die Bearbeitung habe. Wenn ich eine E-Mail von Lernenden beantworte, habe ich sehr viel Zeit und kann mir die E-Mail sehr genau anschauen, kann dann elaboriert auf die E-Mail der Lernenden antworten und
kann somit eben bestimmte Fragen aufgreifen, die die Lernenden gestellt haben und dezidiert beantworten. Wenn mir die gleiche Frage in einer Videokonferenz gestellt wird, dann muss ich sehr spontan darauf antworten. Ich habe weniger Zeit für die Bearbeitung. Bei der Einsehbarkeit geht es darum, inwieweit auch nach dem Austausch von Informationen diese eben auch nach einer längeren Zeit noch einsehbar sind. Wenn wir einfach eine Videokonferenz haben und diese nicht aufgezeichnet wird, dann sind die Informationen nach dem Ablauf der Videokonferenz für die Teilnehmenden nicht mehr einsehbar. Habe ich aber beispielsweise eine Frage in einem Forum beantwortet, wird diese auch noch lange nachdem ich diese Frage dort im Forum beantwortet habe, für Interessierte zur Verfügung stehen und kann dort auch vielleicht noch nach Jahren eingesehen werden. Das wären die Merkmale auf der Medienseite. Und Dennis und Banacic beschäftigen sich mit der Bearbeitung komplexer Aufgaben, komplexer Projekte. Und sie stellen fest, dass in solchen komplexen Aufgaben eigentlich immer zwei Elemente Bestandteil einer solchen Aufgabe sind. Zum einen geht es darum, Informationen zu sammeln, die man benötigt, um die Aufgabe zu beantworten. Und nach der Ansicht dieser Autoren führt hier eine hohe Parallelität zu einer besseren Informationssammlung. Das heißt, bei der hohen Parallelität können sich die unterschiedlichen Lernenden mit unterschiedlichen Quellen beschäftigen, hier möglichst viele Informationen sammeln, unterschiedliche Informationen sich anschauen, Texte, Videos, Podcasts und so weiter. Wenn es aber darum geht, eine gemeinsame Entscheidung zu treffen, dann ist eine hohe Synchronität aus der Sicht der beiden Autoren erforderlich. Das heißt, hier sollte der Fokus der Lernenden gleichzeitig auf die Entscheidungsfindung gerichtet sein. Das heißt, hier geht es darum, dass man vielleicht die Argumentation des Vorredners aufgreift und daran anschließt und vielleicht ein Gegenargument bringt oder eben ein weiteres Argument, was für eine bestimmte Lösung sprechen würde. Das heißt also, die Media Synchronicity Theory sagt uns, wann Veranstaltungen von einer hohen Parallelität profitieren und wann Veranstaltungen eher von einer hohen Synchronität profitieren. Das wäre eine Aussage, die die Theorie trifft. Zum anderen geht sie darauf ein, wie Gruppen dabei unterstützt werden können, zu einer funktionierenden Gruppe zu werden. Und hier beziehen sich die beiden Autoren auf eine Gruppenentwicklung, die Jensen und Tuckman 1977 formuliert haben. Und Jensen und Tuckman formulieren hier verschiedene Phasen und zeigen auf, dass neue Gruppen eben unterschiedliche Phasen durchlaufen müssen, um zu einer funktionierenden Gruppe zu werden. Und das sind eben vor allem die Phasen Forming, Storming und Norming. Das heißt, hier findet sich die Gruppe, hier müssen gemeinsame Regeln für die Gruppenarbeit entwickelt werden und die Gruppe gibt sich selbst Normen, wie sie zusammenarbeiten möchte. Und erst wenn diese Phasen abgeschlossen sind, kann die Gruppe auf einem hohen Niveau performen. Und irgendwann ist die Veranstaltung vielleicht vorbei und die Gruppe wird sich wieder auflösen. Und gerade diese ersten drei Phasen, Forming, Storming und Norming, profitieren von einer hohen Synchronität. Das heißt, gerade bei, ich hatte es eben schon gesagt, bei Online-Lehrveranstaltungen oder auch Online-Studiengängen ist es häufig so, dass am Anfang eine Präsenzphase vorgesehen wird, in der sich alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer persönlich treffen. Und hier sind dann oft Maßnahmen vorgesehen, wo sich dann die einzelnen Teilnehmerinnen schon zu Gruppen zusammenschließen können, wo sie sich gegenseitig kennenlernen können und wo eben genau diese Phasen des Forming, Storming und Norming durchlaufen werden sollen, sodass die
weitere Online-Zusammenarbeit gesichert wird. Wie eben schon erwähnt, haben wir beim Blended Learning in der Regel Präsenz- und Online-Elemente. Solche Blended Learning-Veranstaltungen starten in der Regel mit einer Präsenzveranstaltung, in der sich die Teilnehmenden synchron, also zeitgleich treffen, um sich gegenseitig kennenzulernen. Und hier würden diese neuen Gruppen eben diese von Tuckman und Jensen formulierten Phasen durchlaufen und somit zu einer funktionierenden Gruppe werden, was sich natürlich im Laufe der Zeit eben auch noch weiter festigt. Dann kämen Online-Phasen oder eine erste Online-Phase. Hier ist es häufig so, dass den Lernenden Texte beispielsweise zur Verfügung gestellt werden, aber auch gerne Videos und ganz wichtig Lernaufgaben, mit denen sich die Lernenden einzeln oder innerhalb eben solcher Kleingruppen, meistens 3 bis 5 Lernende, beschäftigen und gemeinsam Antworten auf diese Lernaufgaben formulieren. Diese Phase findet häufig asynchron statt. Das heißt, hier erstellen die Lernenden beispielsweise in einem gemeinsamen Wiki einen gemeinsamen Text, den sie über eine Woche beispielsweise bearbeiten und diesen Text dann nach der Woche beim Lehrenden einreichen. Und dann würde sich wieder eine Präsenzphase beispielsweise anbieten. Das heißt, die Lernenden hätten ja ihr Arbeitsergebnis eingereicht und jetzt könnte in der Gesamtgruppe mit beispielsweise 20 bis 40 Lernenden die Ergebnisse besprochen werden. Das heißt, die einzelnen Gruppen würden ihre Ergebnisse vorstellen und es könnten aber auch Fragen gestellt werden, weil häufig ist es so, dass die Gruppen unterschiedliche Herangehensweisen an solche Lernaufgaben haben und jetzt Gemeinsamkeiten, Unterschiede herausgearbeitet werden können, vielleicht ein besonders effizientes Vorgehen identifiziert werden kann. Und insgesamt, hier haben wir es häufig eben auch mit einer synchronen Phase zu tun, also einem zeitgleichen Austausch, ist es hier wichtig, ja, Fragen der Lernenden individuell zu beantworten. Eine andere Form des Blended Learning wäre, wir hatten es ja eben bei den verschiedenen Lehrorganisationen von Veranstaltungen, dass eine Veranstaltung zwar alternierend ablaufen kann, wo sich immer Präsenz und Online abwechseln. Es wäre aber auch möglich, dass eben bei einer solchen ersetzenden Form vielleicht nur die erste Präsenz oder die erste Einheit in Präsenz und die letzte Einheit in Präsenz durchgeführt wird und alle weiteren Einheiten dann online ablaufen. Das heißt, hier hätten wir es mit einem Blended Learning zu tun, bei dem der Online-Anteil größer wäre. Auch da wäre es so, dass die Lernenden sich zunächst einmal in einer Präsenzphase synchron kennenlernen. Dies dient ja der Kleingruppenbildung und dann genauso wie in dem eben beschriebenen Blended, in der eben beschriebenen Blended Learning Variante zunächst einmal Materialien bearbeiten, Texte lesen, Videos anschauen, Aufgaben dazu bearbeiten. Und dann findet aber die Besprechung der Arbeitsergebnisse nicht in Präsenz statt, sondern findet beispielsweise innerhalb einer Videokonferenz synchron statt. Auch hier geht es darum, wieder aufzuzeigen, wo sind vielleicht Gemeinsamkeiten in den Lösungen der Lernenden, wo gibt es Unterschiede, was ist vielleicht ein besonders effizientes, effektives Vorgehen. Und natürlich auch wieder die Klärung, das Klären von Fragen. Ich möchte Ihnen nun im Folgenden eine Sonderform des Blended Learning vorstellen, der Flipped Classroom. Eine Variante, die vor allem in den letzten Jahren intensiver diskutiert wurde. Eigentlich handelt es sich hier auch um ein ganz normales Blended Learning Angebot. Hier ist es so, es wird ja beispielsweise auch schon in Schulen oder auch an Hochschulen zum Teil eingesetzt, dass der Lehrende in ein neues Thema hier vor allem mit Hilfe von Videos einführt.
Darüber hinaus können natürlich aber auch hier weitere Lernmaterialien wie beispielsweise Texte zur Verfügung gestellt werden. Diese Videos oder auch Texte können die Lernenden dann asynchron bearbeiten. Dann kommt eine Präsenzphase, die synchron, also zeitgleich, stattfindet. Und in dieser Präsenzphase ist es so, dass die Lernenden in der Präsenzphase die Lernaufgaben bearbeiten und der Lehrende somit sehr gut sehen kann, wo einzelne Lernende vielleicht Schwierigkeiten haben und kann diesen dann sofort ein direktes und individuelles Feedback geben. Das heißt, der Effizienzgewinn, der bei solchen Flipped Classroom-Veranstaltungen erzielt werden soll, ist, dass die Wissensvermittlung aus der Präsenzveranstaltung ausgelagert wird, sodass mehr Zeit zur Verfügung steht, um den Lernenden individuelles Feedback zu geben und die Lernenden bei ihrem Herangehen an die Aufgabenlösung individuell zu unterstützen. Und nach dieser Präsenzphase, wo die Lernenden dann eben ja individuell die Aufgaben bearbeitet haben oder auch kooperativ die Aufgaben bearbeitet haben und dabei vom Lehrenden direkt unterstützt wurden, gecoacht wurden, wird sich wieder eine Phase der Informations- und Wissensvermittlung anschließen. Und diese wäre dann wieder gefolgt von einer synchronen Präsenzphase, wo die Lernenden wieder Aufgaben bearbeiten würden. Ja, im Folgenden möchte ich Ihnen eine Veranstaltung vorstellen, die ich an der PH Weingarten seit einigen Jahren durchführe. Die Veranstaltung heißt Instruktionale Grundlagen und diese Veranstaltung habe ich im Sinne eines Flipped Classrooms angeboten. Das heißt, ich biete den Lernenden über unsere Lernplattform, was eine Moodle-Plattform ist, Lernmaterialien an. Das heißt, das sind in der Regel Videos, die ich zu den einzelnen Sitzungen eingestellt habe und Lernaufgaben, die zu einem bestimmten Zeitpunkt abgegeben werden sollen. Das wäre ein Element meiner Veranstaltung. Genau, das wäre das Element der Lehrvideos. Ich habe den Studierenden hier in der Regel pro Veranstaltung mehrere, meistens 2 bis 4 Videos zur Verfügung gestellt, in denen ich dann einzelne Themen bearbeite, sodass die Lernenden hier meistens Videos zwischen 5 und 15 Minuten haben, die sie betrachten können, in denen ich einzelne Aspekte erläutere. Somit können die Lernenden auch gezielt auf bestimmte Informationen zugreifen. Weitere Elemente meines Lehrangebots sind die Texte, die die Autoren oder der Autoren, die ich hier genutzt habe, die dann beispielsweise über unsere Hochschulbibliothek zur Verfügung stehen, Lernaufgaben, die ich für jede einzelne Sitzung formuliert habe, die die Lernenden hier abrufen können, sich schon mal im Vorfeld der Veranstaltung anschauen können. Die Folien, die ich für die einzelnen Videos erstellt habe, können auch hier abgerufen werden. Das sind dann die Elemente, die ich den Lernenden hier insgesamt zur Verfügung stelle. Und auch hier ist es so, dass die Wissensvermittlung asynchron stattfindet, online stattfindet. Das heißt, hier greifen die Lernenden auf meine Videos zu. Hier können Sie sich schon mal die Lernaufgaben anschauen. Und in der Präsenzveranstaltung, die dann stattfindet, lösen die Studierenden dann diese Lernaufgaben meistens in Form von Kleingruppen. Und nach der Bearbeitung, oder wir machen es dann oft so, dass die Studierenden zunächst einmal 30 Minuten bestimmte auch oder einen Teil der Aufgaben lösen und wir dann die Ergebnisse, die die Studierenden gefunden haben, hier gemeinsam betrachten, besprechen, schauen, ob es unterschiedliche Herangehensweisen gegeben hat und die Studierenden dann weitere Aufgaben bearbeiten, die wir dann ebenfalls wieder innerhalb der Präsenzveranstaltung besprechen.
Und nach der Präsenzveranstaltung kommt die nächste asynchrone Online-Phase, wo die Studierenden sich wieder mit Texten auseinandersetzen, Videos von mir anschauen und sich schon einmal mit den Lernaufgaben vertraut machen können. Ja, die Taktung des Lernprozesses. Eine Taktung macht immer dann Sinn, wenn sich die Lernenden zur gleichen Zeit mit den gleichen Inhalten beschäftigen sollen. Und das ist eben vor allem für kooperative Lernszenarien wichtig, damit gesichert ist, dass nicht die eine Studentin den Studienbrief 1 vielleicht gerade bearbeitet und ein anderer Student Studienbrief 5 bereits bearbeitet, weil dann der Austausch über die Inhalte erschwert wäre. Und deswegen ist es in der Regel so, dass solche kooperativen Lernszenarien getaktet sind. Das heißt, in der einen Woche beschäftigen sich alle Lernenden mit den gleichen Inhalten und das fördert auch, dass sich die Lernenden untereinander über diese Lehrinhalte dann austauschen können. Bei Blended Learning ist es so, dass sie ja neben den Präsenzphasen auch Online-Phasen haben und Sie als Lehrender haben in diesen Online-Phasen eben unterschiedliche Aufgaben zu berücksichtigen. Zum einen sind es organisatorisch-administrative Aufgaben, das heißt, Sie müssen schauen, ob alle Lernenden Zugang zu den Inhalten haben, beispielsweise, dass Lernaufgaben vielleicht fristgerecht abgegeben werden und dass eben auch Texte zur Verfügung stehen, beziehungsweise die Lernmaterialien für die Studierenden zur Verfügung stehen. Dann müssen Sie motivational-emotionale Dinge innerhalb der Lehrveranstaltung unterstützen. Das heißt, gerade wenn eine Lehrveranstaltung in großen Teilen online stattfindet, kann es zu Motivationsproblemen auf Seiten der Lernenden kommen und die müssen aufgefangen werden. Die Lernenden müssen in ihrem Prozess motiviert und unterstützt werden. Daneben haben Sie eine inhaltliche Rolle, das heißt, hier geht es darum, dass Sie ja vielleicht Lehrziele formulieren, dass Sie Inhalte auswählen und diese auch erläutern können. Das geht auch in die didaktisch vermittelnde Rolle über, wo Sie dann Lernenden entweder über solche Videos beispielsweise eben Inhalte erläutern würden oder eben auch individuelle Fragen von Lernenden beantworten würden. Ja, und das Fazit für Blended Learning, einer bestimmten Form des mediengestützten Lernens, des E-Learning ist, auch hier, wie bei einem guten Whisky, kommt es auf die Mischung an. Und nun wünsche ich Ihnen viel Erfolg und viel Spaß bei der Planung eigener Blended Learning Lernangebote.